Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir spielen Life is Strange Before the Storm. Mein Name ist Decoy und wir werden uns nun damit beschäftigen, dass wir die Münzen aus dem Fernglas holen können, beziehungsweise werden wir uns damit beschäftigen, herauszufinden, was es mit diesem Picknickerpärchen auf sich hat. Vielleicht haben die ja ein bisschen Werkzeug, das uns dabei helfen kann, das Fernglasteil aufzubrechen. Wir werden es sehen nach dem Intro. Bis gleich. So, Freunde, hier sind wir angekommen. In der letzten Folge bin ich hier stehen geblieben. Die haben hier ein bisschen was am Start. Ich weiß nicht, ob ich mit denen reden kann. Kann ich. Ich weiß nicht, ob es dazugehört, aber irgendwie muss ich da vorne das Fernglas aufkriegen. Ich gucke mich mal erst ein bisschen um. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Alles klar, okay. Ein Totem des Salish-Stammes. Der Rabe steht für Verwandlung. Sein Grinsen versteckt seinen schelmischen Charakter. Der Rabe entstand in vielen uralten Geschichten der Salish und anderer Stämme. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung des ersten Menschen. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. Perfekt, oder? Wow, that's badass. Badass Totem. Okay, cool. Wir unterhalten uns mal mit Johnny Picknick. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not... What kind of food? She's really gone downhill. Shh. She's right there. Okay. Den Wein können wir am Start kriegen, My oder was? My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, Wino has a classy ring to it. Kann ich nochmal mit denen reden? Nein. Aber vielleicht lassen sie hier den Wein stehen, wenn sie fertig sind. Und wir können uns den dann schnappen. Wer weiß, wer weiß. Ich würde es ihr ehrlich gesagt zutrauen. Okay, wir haben geklärt, dass wir hier nichts machen können. Wir gucken uns die Initialien an. Cliché much, AW and OL. Also muss es hier irgendwas geben. Die Tafel ist es nicht. Eichhörnchen. I guess nature doesn't quite provide. Wir erschrecken die Teile, damit wir den Müll durchsuchen können. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Lol. Und schon sind Vögel am Start, oder was? This trash can is in pretty high demand. Ah, you fools. Und jetzt können wir da hin, oder was? Nee. Ehrlich jetzt? Was ist denn mit dem Mülleimer los? Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Und wieder die Vögel? Eigentlich wollte ich wirklich an den Mülleimer, aber jetzt... Jetzt frage ich mich echt, ob es irgendwas damit auf sich hat. Und wieder die Teile. Die Teile aber auch, ne? Die Eichhörnchen. Okay. Scheint nichts damit auf sich zu haben. Wir können uns hinsetzen. Infotafel. Wonder if I can get that quarter out of the viewfinder. Viewfinder heißt das also. Okay. Gehen wir nochmal runter. Steine oder so kann ich ja. Okay, gut. Steine kann ich jetzt hier nicht aufheben. Einen Inventar, so gesehen, habe ich auch nicht. Eiche. Da unten steht eine Frau. Ein Jogger. Zwei Leute. Und was ist das da vorne? Was ist das? Kriegt da einer auf dem Boden rum oder so? Sieht so aus, ne? Ich nehme mal das Schild an mich. But in the best possible way. Wir gucken uns diese Infotafel an. Wait, does this sign say butt rot? Butt rot? Alles klar. Wow, etwas über Bäume zu erfahren, möchte ich jetzt irgendwie nicht als wirklich... Okay, da steht aufbrechen. Ich habe gar nichts gebraucht, not getting in oder there was? With just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Statue?
Graffiti, jawohl, nice. Axt, Sextant. Ich will nehmen den Sextant. Falls ihr nicht wisst, was das ist, sie wird es euch gerade anmalen. Das Ding da oben ist ein Sextant. Wenn mich nicht alles täuscht. Sextanting the interns. Witzig. Okay, was ist mit dem Schild? Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry Probably. And spitting out kids. Fuck Prob- you, Dwight. Probably. Okay, wir fragen einfach mal Rachel. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. A knife? My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Victoria. Chloe Price. Fluor, Jod, Kohlenstoff, Kalium, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das im Periodensystem fickt euch liest? Ich habe dafür Ärger. Moment mal. Bekomm du. Moment mal. Mann, Leute. Ich habe dafür Ärger bekommen, du Fluor, Sauerstoff, Teller, Selin. Du hast mich gerade eine Photese genannt. Hä? Tille ist TE und Selin SE. Fick dich, du bist so tot. Bist. Witzig. Alles klar, wir haben die Nagelfeile. Wir gucken uns das Fernglas an. Wir brechen es auf mit der Nagelfeile. Hat nicht geklappt, ne? Damn it. It always looks so easy in the movies. Wonder if I can find something sturdier to use. Jetzt kann ich mich erst auf die Suche machen nach was Stabilerem. Was liegt denn da unten? Nichts. Es war nur ein Stein. Ja, das Schild ist jetzt mehr oder weniger aus Papier, gehe ich mal von aus. Vielleicht kann ich die Tierchen jetzt hier wegscheuchen. Und sie kommen nicht wieder. Vielleicht muss ich das erst ausführen oder so. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Nee, die Vögel kommen an den Start. Ich versuch's trotzdem nochmal mit den Vögeln. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Bye, you fools. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder, ne? Ja, alles klar, gut. Hätten wir das ganze Ding erledigt. Aber wir könnten mit der Nagelfeile. Habe ich gerade. Eifenschaukel? Wir könnten mit der Nagelfeile die Widmungstafel irgendwie. Ja, sagte ich es mir doch. Abschrauben. Und das dann damit versuchen. Sehr schön. Martin Lewis Prescott. Also der Vater von Warren, oder was? Stealing a dedication plate takes persistence. Persistence. Steph. Aufgepasst, Wells ist auf dem Kriegsfahrt. Also der Direktor. Ernsthaft. Ich versuche nur zu helfen. Du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, man. Danke, dass du mit uns gespielt hast. Mikey hatte richtig Spaß. Er ist cool. Er ist seit einer Weile etwas depri, weiß nicht warum, aber das Spiel mit dir hat ihm gut getan. Ja, warum nicht? Ich weiß, warum er depri ist, weil sein Bruder wahrscheinlich dafür sorgt. Okay. Wir haben das Fernglas. Wir brechen es auf mit der Widmungstafel. Power activate. Lol. Wir haben den Quarter. Und stecken den jetzt in das andere Fernglas. Oder was? Game over. That was enough of a game for me. Your MacGyver skills are second to none. Except probably MacGyver. Okay, wir nehmen das andere Fernglas.
Was hat es mit dieser Frau auf sich? Rachel smells like Jasmine. Jasmine? Is she smelling me right now too? Hm. Really should have showered this morning. All right. Here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. Ach. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Grill. Gucken uns den Grill an. Der Jogger. Die beiden Typen. Die versuchen auch gerade zu grillen. Wer ist das? Sweet Beanie. What do you suppose she's thinking? Bilder der Natur angucken. Sure. Finde ich witzig. The view's great, but I prefer to look at pictures of nature on a computer. Ugh, the grass around here is so not green enough. I cannot wait for the machines to take over. Ha, das ist natürlich der Witz der ganzen Situation hier ist ja. Okay, wir müssen das quasi mit jedem machen. Außer mit der Frau. Die Frau dort, die ist nicht am Start. Können wir uns nicht angucken. Ansonsten. Nice view, aber. Wir nehmen uns mal einfach die beiden hier vor. What's going on with these two? Opferung des Kindes. Lord Zedith, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow, that was dark. Too dark. Perfect dark. Perfect Dark. Kennt einer von euch dieses Spiel? N64 Time? Ich bin so alt. Okay, wir sehen uns den Jogger an. This guy. What's he thinking right now? Pinke Hose auf jeden Fall. Hosenreißer. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic, but also beautiful in its own way. Okay, die beiden haben auf jeden Fall Spaß hier. This is fun. Who's next? Wer bleibt denn noch? Oh, hier. Oh, hier. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Wer ist das? Ooh, jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Okay. Der eine ist hundertprozentig der Vater von Rachel oder so. Sie muss irgendwie damit in Verbindung stehen, weil sie noch nichts gesagt hat. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Hey. Are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Okay. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent how to party? Be my guest. How gracious of you. Was hat sie denn? Auf einmal will sie sich betäuben. Also vielleicht hatte ich nicht ganz so unrecht mit meiner Annahme, dass sie diesen Typ oder die Frau dort They have a bottle kennt. Of wine. Und pah, was hatte Let's ich recht mit it. Der Pulle Wein, oder was? Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right, I'm going in. Try to keep up. Mhm. Okay. Can we help you? Oh my God!
klau die Flasche Wein. Talk about committing to a performance. Better act fast. Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. Rachel helfen? Rachel helfen? Wir helfen ihr. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Wer wartet hier wirklich? Dauert nicht mehr lang. Wunde sterilisieren. I've seen this kind of thing before. This woman clearly has a wound that needs to be sterilized. Do you happen to have any alcohol? I didn't see a wound. Look closer. In the meantime, I'll search for the booze. Das war nicht so klug, glaube ich. There's something off about this. Are you girls putting us on? Nein. Rachel, run! What the hell? Wie sie laufen. Was geht? Warum haben die jetzt nicht gesprochen? Wow. So, maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. Alter, die hauen sich das Zeug aber rein wie, I am excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Das sieht mir auch ganz danach aus. Meine Fresse. Also irgendwie merkwürdig, was hier abgeht. Irgendwie recht merkwürdig, was hier abgeht. Aber gut, wir zocken weiter. Ich bin gespannt, was passiert. What is this? Baumstumpf. Krasse Frisur auf jeden Fall. Oh. Ein Piepmatz. Okay, sie gönnen sich auf jeden Fall hart den Vino und kommen jetzt wahrscheinlich 100 pro an der Müllkippe vorbei und richten sich dort erstmal safe ihren Place ein, so wie ich das Spiel einschätze. Ich will nicht sagen, dass das berechenbar ist, aber ich gehe davon aus, weil wir bei Life is Strange davon gehört haben, dass Rachel und Chloe ihren eigenen Platz dort hatten. Wow. Hey, check this out. What? Sie ist fully boosted. Was habe ich gesagt? Okay. Voll die coolen Bilder irgendwie. Great. It's a pile of trash. Yeah, an awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Wir wissen längst, was ihr Deal ist. Wir stellen sie zur Rede. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Okay, verstehen wir. Yeah, I get it. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. I didn't say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently, she gets smashy when she's angry.
I can work with that. Smashy. Warum rollt sie nicht einfach einen Spliff? Ich meine, sie hat doch das Weed in der Tasche. Ey. Ja, das trifft sich natürlich auch. Baseballschläger, Müllhaufen. Aggression, abgebaut. Kann man machen. Wir bieten ihr eine kleine Show. Check it out. I don't always drink beer. But when I do, I prefer drinking it next to an old toilet. Home run! Can I see? Sure. Jetzt rastet sie komplett aus, oder was? I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go! Why not? Oh, drama. Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Eine Freundschaft? A real friendship. Oh. Is that all? I mean, I don't know. Yet. But I want to find out. I thought Chloe Price doesn't need friends. I thought so too before today. I guess it's easier to be alone if you decide it's a choice. Das stimmt. Sorry. For whatever I did or didn't do, today was the best day I've had since my dad died. And I screwed it up somehow. Like I screw everything up, because I'm a fucking screw-up. Chloe, please. I don't want to be alone anymore. Das erfordert auf jeden Fall Mut, sowas auszusprechen. I'm sorry, Chloe. I can't say why, and I know it isn't fair. But I can't be your friend right now. No. Can't or don't want to. Does it matter? I'm really sorry. Goodbye, Chloe. Wow. Warum? Das ist echt scheiße. Es haut sich ja voll den Kram raus, von wegen Vertrauen und sowas. Und dann lässt sie uns hier alleine. Sehr krass. Okay, jetzt sind wir es auf jeden Fall, die uns hier abreagieren müssen. Fuck this place. Fuck this place. Flasche kaputt machen. Zuschlagen, zuschlagen oder zuschlagen. Okay, wir nehmen das ganze Ding auseinander jetzt. Nice. Oh, ein Spiegel. Okay, die Nachricht von Mutter, die lassen wir jetzt erstmal machen kaputt. Wie lange möchte sie da reingucken? I can feel you, girl. I can feel you. Hier gibt's noch jede Menge. Schaufensterpuppe. Masse fertig, Alter. Fake and hollow. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel. Okay, sie ist auf jeden Fall heftig sauer. Eine Kamera. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras.
Okay, sie lässt gerade wirklich alles raus. Nice. Schon wieder so emotionsgeladen, ey. Dafür liebe ich dieses Spiel echt. Da steckt immer irgendwas dickes, geiles an hier, ne? Ja, jetzt der Bezug zu David, zu ihrem Stiefvater. Fuck you, David. Nice. Das gehört so ganz krass zusammen hier, ey. Was passiert? Wen trifft sie? Trifft sie hier irgendwen oder was ist los? Wer ist das? Sie trifft irgendwen. Ist Rachel wieder da? Oder hat sie irgendwas gefunden? Dad. Vater? Das Auto von ihrem Vater oder was soll das sein? Das ist natürlich krass. Okay, das ist echt. Das ist echt mies. Wie wir gesehen haben, ist da ein Zug reingerast. Sieht natürlich auch derbe böse kaputt aus, der Wagen. Tür ist auch rausgerissen. Ist ja echt ein schwerer Unfall gewesen sein. Wobei ich allerdings glaube, dass der Wagen ein bisschen kaputter aussehen würde, wenn wirklich ein Zug reingerast ist. Das ist krass. Okay, wir schlagen das Ding zu. Oh Mann, ey, sie tut mir irgendwie übelst leid. Völlig allein gelaufen. Keiner hat Bock auf sie. Vater ist abgenippelt, Stiefvater am Start. Mutter kümmert sich auch nicht richtig um sie. Also nicht die beste Kindheit, möchte ich mal behaupten. Oder Jugend. Kindheit ist wahrscheinlich eher so von Geburt bis, ja, bis wann? Bis wann ist Kindheit? 11? 12? Bis dann die Pubertät einschlägt oder so? Ob dann ist man ja Jugendlicher? Und sie ist definitiv älter als 12. Ja. So, was geht hier jetzt ab? Sie hat sich da hingelegt auf den Boden und jetzt träumt sie wieder, oder was? Sie sitzt wieder in dem Auto von Vater, oder? Wie sehe ich das? Why are you crying, sweetheart? Anscheinend ziemlich crazy. Wow. War der Rabe vom Totem. Because you're not real. I'm not. Boah. What is going on? Poster ansehen, Weinflasche. I don't feel drunk. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Aber sie geht weg. Kann ich mir sonst noch irgendwas anschauen? Nein. Okay, dann gucke ich mir die Puppe an. I did that. Gotta say, that was some fight. She nearly took your head off. Schon wieder fahren wir an dem Baum vorbei, wo sie steht. Der Baum what irgendwas damit care? Zu tun hat, ich weiß. Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Nun das Poster. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you though. Prologue and shit.
wieder Rachel? Oder ist das Elliot? Rachel. Even when they don't admit it. Wow. Krasse Nummer, ey. Rachel! Oh, es war gar kein Zug, es war ein LKW. War sie denn eigentlich jetzt auch die ganze Zeit in dem Auto oder was? Ich habe keine Ahnung. Modern hat auch eine Nachricht rausgelassen. Sie hat in dem Wagen gepennt. Okay, sie macht natürlich echt Stress so innerhalb der Familie. Da steht schon wieder irgendwas auf der Innenseite meiner Handfläche. Es ist mitten in der Nacht. Ich gucke mal meine Handfläche jetzt gleich an. Es geht. Hallo? Okay. Bewegen kann ich mich nicht. Aber wir gehen weg. Klar, lassen wir den Wagen zurück. Was soll man damit auch anderes machen? Und der Rabe landet. Sag mir nicht, sie legt sich hier auf die Schienen. Sie geht in Richtung des Rabens. Okay. Krasse Szene irgendwie. Rachel ist auch immer noch am Start. Okay. Ich glaube, wir verlängern die Folge einfach mal ein bisschen. Das hier sieht mir ziemlich nach. You came. I'm glad. In einem Finale aus. Zumindest von dieser Episode, aber ich habe keine Ahnung, ob es das auch ist. Witzig ist natürlich, dass wir eingepennt sind, bis es dunkel wurde und die Alte hier immer noch rumläuft. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. It's okay. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? Yeah. The ones who were making out? War es Fadi oder was? That was my dad. Sag ich doch. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. Aha, okay. Wir sagen nichts. Also hat sie sich quasi... Chloe, I love my dad. I love him. Nur mit uns hierhin begeben, weil sie nicht das... I never want to see his fucking face again. Den alleine durchziehen wollte, oder was? When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong, because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but
I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10 and it started raining and I fell and broke my arm 3 miles from the car. Ansia steht da. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat and how calm he was and the sound of his voice and... He was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean queen of shitty. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and maybe you just see it as a friendship. I don't know. But I put you on the spot, and I could have handled that better. I'm sorry. Rachel, after the day you've had, it's okay. I mean it. We have all the time in the world to figure out whatever this is. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. Ne? Hat you saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a knee to the balls. Only because you showed up at the last minute, and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck him. Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Okay. Krasse Nummer, ehrlich gesagt. Ganz krasse Nummer. Irgend so ein Ding geht bei denen ab, ey. Ich weiß ganz genau, dass ich Rachel bei Life is Strange, dem ersten Teil, sehr für diesen Frank begeistern konnte. Aber was hier gerade abgeht, thank you. Könnte man auch anders deuten. Aber gut, wer versteht schon die Frauen? Also ich mit Sicherheit nicht. Bin ja wohl eher der Letzte, der das tut. Erstmal verbrennt sie das Foto. Welches echt langsam brennt. Jetzt brennt der ganze Mülleimer. Toll gemacht, super. Come on. Kann ja nicht lange brennen. Komm, wir lassen das Feuer im Wald einfach brennen. Komm, wir lassen es einfach brennen. Wir treten das Feuer um, sodass... Traum. Dann hat sie ja brennen sehen.
so aus, als ob es anfängt windig zu werden, wenn sie schreit. Was geht ab, Rachel, ey? Hallo? Die anderen Bäume fangen auch schon Feuer. Wir stehen hier einfach nur rum. Ja, völliger Mindfuck, ey. Crazy. Frank? Was geht mit Frank? Frank ist am Sippen oder was und er sieht das Feuer. Wow, krass gemachte Wolken. Sieht ja mal echt krass aus. David zieht sich abends gerne mal noch ein Bier rein auf dem Gehsteig. Alle beide warten wahrscheinlich auf Chloe und sehen den Waldbrand, welches, naja, mit Sicherheit jetzt wirklich ein richtiger Waldbrand ist. Nathan? Okay, Nathan scheint hier auch irgendwie ein bisschen beeinträchtigt zu sein, scheint nicht irgendwelche Peoples um sich rum zu haben. Wahrscheinlich ist er noch nicht in diesem Vortex Club. Und der Schuldirektor spricht schon mit der Polizei wegen der... Oh, der Vater von Rachel ist das. Ja, und die Tuss mit den Tattoos, die sitzt da und zieht sich nebenbei einfach mal das Feuer rein, oder was? Und lacht? Warum lacht sie? LOL. Mindfuck, warum kriegt mich dieses Spiel denn immer so heftig, ey? Meine Güte. Awake. Ja, awake. Erwache. Meine Fresse, Leute. Dieses Spiel kriegt mich einfach immer wieder. Ich weiß nicht, wie die Macher von Square Enix das jedes Mal fertig kriegen, aber wow, ich bin schon wieder triggert. Ja, was soll ich sagen? Das war die XXL-Folge zum Abschluss des ersten Kapitels von Before the Storm. Und ich würde sagen, wir fangen morgen dann direkt erstmal den zweiten Teil an. Ich habe noch keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall bin ich mal wieder richtig, richtig begeistert. Also, wenn es so weitergeht, unterstreiche ich den Fakt, dass ich mir wahrscheinlich jedes weitere Spiel, was in diese Richtung geht, kaufen werde, was auf jeden Fall Square Enix betrifft. Ja, die haben es ja mal richtig raus. Also mal so ganz richtig. Gut, was soll ich sagen? Bewertet gerne den Part. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's hier weiter an dieser Stelle. Bis denne. Tschüssikowski. Okay, Freunde, kleines Addendum zu dem ganzen Let's Play hier an dieser Stelle. Ich habe gerade gesehen, dass Episode 2 erst später erscheint. Warum macht ihr das immer mit mir? Aber gut, war eigentlich abzusehen. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis es hier weitergeht. Man kann hier höchstens noch in dem Sammlermodus seine Graffitis fertigstellen, habe ich eben gesehen. Aber das machen wir dann natürlich nicht. Wir warten einfach, bis der nächste Part rauskommt. Hoffentlich beeilen sie sich mit dem Part. Und hoffentlich ist es dann auch nicht mehr so weit bis zum dritten. Aber wie ich mir das vorstellen kann, wird es sich wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahr reinziehen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Nächste Folge kommt dann nicht morgen, sondern irgendwann. Also bewertet den Part. Bis denne. Tschüssikowski.